Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Auch herzlich willkommen daheim an dem Bildschirm und an all die zukünftigen Leute, die es dann gerne nochmal anschauen in Zukunft. Ich würde ganz kurz anfangen, mal einfach kurz einzuführen, worum es uns geht. Hintergrund ist eben eine Arbeitsgruppe, die sich im Vosges gegründet hat, zum Thema öffentliche Ausschreibung und Open Source, also wie kriegt man diese beiden Aspekte zusammen. Und in diesen Diskussionen hat sich eben auch herausgestellt, dass auch das Thema Nachhaltigkeit zumindest als politische Forderung immer stärker auch bei Ausschreibungen reinkommt. Stellt sich dann natürlich auch die Frage im Hinblick darauf, wie kann man das überhaupt messen oder was ist überhaupt Nachhaltigkeit und wie schlägt sich das in Open Source nieder und welchen Beitrag kann auch Open Source Software dazu leisten, eben das besser umzusetzen. Wir haben dazu vier Panelistinnen und Panelisten eingeladen. Ich würde sie gerne kurz vorstellen. Ich fange einfach mal zu meiner Linken an. Da haben wir Miriam Seifert, sie ist schon länger digitalpolitisch aktiv. Und seit Februar 2022 leitet sie die politische Kommunikation der Open Source Business Alliance. Da haben wir heute Vormittag auch einen Vortrag auf der diesjährigen Vosges gehabt zum Sovereign Cloud Stack von deiner Kollegin. Fand ich auch sehr spannend und ja, wirklich tolle Arbeit, die ihr leistet, auch einfach dieses Bewusstsein für Open Source in die Öffentlichkeit zu bringen. Dann haben wir daneben haben wir Pierre Golz. Er ist seit 10 Jahren bei der Stadt Herne und ist mittlerweile Geschäftsführer bei der Stadt Herne Digital GmbH, die wohl irgendwie miteinander zusammenhängt, würde ich mal vermuten, von dem Namen her. Und er hat sehr umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Open-Source-Beschaffung, also wie gerade dieses Thema, das eben auch in der AG so zentral ist, ja, durch langjährige Praxis auch umgesetzt. Daneben haben wir dann Alexander Smoljanicki. Er ist seit kurzem, habe ich so verstanden, seit 2 Wochen, glaube ich, frisch beim Zentrum für digitale Souveränität. Also auch so ein Schlagwort, das in den letzten Jahren groß geworden ist und das man auch wirklich immer häufiger hört. Und in dem Kontext hat sich eben euer Zentrum dann auch in Bochum, haben wir alle gelernt. Ne? Also das können sich alle nochmal auch in ihr Stammbuch schreiben. Das Zentrum für digitale Souveränität sitzt in Bochum. Wächst und gedeiht dort und genau, wird uns hoffentlich helfen, auch da aus dieser Abhängigkeit auch ein Stück weit lauter rauszukommen. Und ja, es freut uns, dass du heute hier bist und mit an der Diskussion teilnimmst. Und dann zum Schluss haben wir noch Anna Zagorski. Sie ist beim Umweltbundesamt im Referat Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Also insofern passt ja sozusagen auch terminologisch perfekt hierhin und ist auch involviert in der Zertifikatsentwicklung des Blauen Engel für Software. Und deswegen auch dieses Thema Nachhaltigkeit. Ja, es freut mich, dass ihr alle hier seid. Und genau, ich würde noch mal eine ganz kurze Einführung, habe ich ja schon gegeben, ins Thema. Deswegen vielleicht einfach mal kurz von euch, so als freie Frage formuliert, wo ihr so den Hauptbenefit von Open Source Software für Umsetzung von Nachhaltigkeit im weiteren Sinne sehen würdet. Wer sich dazu berufen fühlt, mag gerne sich äußern. Ja, ich kann ja vielleicht schon mal anfangen. Ja. Ich hoffe, ich bin gut zu hören. Genau, also wie du schon erwähnt hast, zum Beispiel das Umweltbundesamt entwickelt den Blauen Engel für ganz unterschiedliche Produkte und jetzt seit 2-3 Jahren eben auch für Software. Und wir haben eben in ganz unterschiedlichen Forschungsvorhaben gemerkt, okay, bei Software gibt es offensichtlich Probleme, also zum Beispiel Software-Bloat, also Software wird immer aufgeblähter, verbraucht immer mehr Energie und Ressourcen in Anspruch nahmen. Und es gibt auch im Bereich vernetzte Geräte, zum Beispiel Cloud-Abhängigkeiten, wodurch Geräte vorzeitig altern. Mhm. Und diese Dinge haben wir adressiert beim Blauen Engel für Software. Und da ist sind unterschiedliche Kernkriterien dabei rausgekommen, die uns wichtig waren, diesen Blauen Engel zu verankern. Und die erste Software, die eben auch mit dem Blauen Engel ausgezeichnet wurde, war die Open Source Software Ocular. Und da sehen wir eben einfach große Überschneidungen, wo wir sehen, okay, dann also die Software ist die Software erfüllt dann eben solche Nachhaltigkeitsanforderungen wie eben geringere Ressourcen in Anspruch nahmen, aber auch Nachhaltigkeit im größeren Sinne, sozusagen zum Beispiel Nutzerautonomie. Es ist nicht immer so, dass wahrscheinlich Open Source Software Energie, also weniger Energie verbraucht, aber
Wir sehen einfach, dass Open Source Software durch das Kriterium der Transparenz sehr stark in diese Richtung geht. Also es reicht nicht sozusagen, jetzt einfach einen Stromzähler dran zu hängen, dann den Computer einzustecken und zu gucken, wie viel Strom verbraucht wird, sondern es ist einfach ein breiteres Feld, das dann Nachhaltigkeit. Genau, also sozusagen ist. Nachhaltigkeit im breiten Sinne, nicht nur immer nur auf Energie gucken. Ja. Genau. Du hattest dich gerade eben auch nochmal gemeldet. Genau. Ich hoffe, hört man? Ja, ne? Ich glaube, ein weiterer Faktor, der vielleicht nicht immer so attraktiv im Nachhaltigkeitskontext klingt, aber die wirtschaftliche Nachhaltigkeit ist etwas, was immens ist. Wir sehen es gerade bei uns. Wir haben eine Plattform, die ich allen ganz nah ans Herz legen kann, die Open Code heißt, wo wir auf einer lokal gehosteten, in Deutschland gehosteten GitLab-Instanz öffentliche Software bereitstellen. Mhm. Und eins der größten Hits sozusagen dort ist der Bundesmessenger, den die Bundeswehr entwickelt hat, ist ein auf Element basierender, also auf einem Open Source Stack basierender Messenger-Dienst, der statt zahlreichen Weiterentwicklungen, die auch gerade gelaufen sind auf Bundes- und teilweise auch auf Landesebenen, die sozusagen eingestampft wurden und dann dahin gekommen sind. Und das bedeutet, dass man jetzt über einen Standard, der einmal mit öffentlichem Geld finanziert wurde, tatsächlich halt komplett unterschiedliche Use Cases auch abbilden kann. Mhm. Und das ist durchaus auch ein Nachhaltigkeitsfaktor aus unserer Perspektive. Ja, in jedem Fall. Also das Thema finanzielle Nachhaltigkeit, glaube ich, ist auch ein ganz großes. Also genau, du hattest ja in der Vorbesprechung, vielleicht bleiben wir gerade mal kurz beim Thema finanzielle Nachhaltigkeit. Also man merkt schon, es wird, wenn diese verschiedenen Aspekte der Nachhaltigkeit dann auch beleuchten. Du hattest eine ganz interessante Studie über eine etwas beängstigende Projektion für Softwareausgaben von Kämmerern bei der Vorbesprechung ins Spiel gebracht. Vielleicht magst du ihn noch mal kurz in der Runde hier nochmal. Also ich würde gerne auch generell mal mit einer Gegenfrage starten. Ja. Wenn nicht Open Source und Open Code zur Nachhaltigkeit beitragen, was denn bitte dann? Aus meiner Sicht muss das in die DNA übergehen, das entsprechend auch zu nutzen, weil am Ende des Tages reden wir nicht nur von Nachhaltigkeit, sondern auch von Interoperabilität. Mhm. Und ich glaube, wir alle kennen aus den Lebensalltagen, dass wir immer wieder an die Grenzen stoßen. Und wenn wir irgendwann mal unterschiedliche Probleme unserer derzeitigen Zeit lösen wollen, dann brauchen wir Open Source, wir brauchen Open Code und Standards. Und Thema Studie, also es gab mal eine Untersuchung, zu beobachten ist ja, dass der Staat ehrlicherweise in den letzten Jahren, ja, ich sag mal vorsichtig formuliert, etwas überfordert war mit der Digitalisierung. Und am Ende des Tages war man abhängig an vielen Stellen, weil man die Kompetenzen überhaupt nicht selbst vorweisen konnte. Also hat man sich eben Ausschreibungen und anderen Dingen bedient, hat Lösungen von extern eingekauft und ist jetzt gerade ganz, ganz stark bemüht, diese Kompetenzen wieder aufzubauen. Was hat dazu geführt? Es hat dazu geführt, dass wir horrende Kosten an Lizenzen, Investitionsvolumina, Folgekosten entsprechend haben und ehrlich gesagt viele Komponenten mittlerweile so tief in die Arbeitsprozesse und die Produkterzeugung integriert sind, dass ich ein bisschen Sorge habe, wie wir davon mal flächendeckend dann wegkommen. Das ist ein Kraftakt, der muss politisch auch begleitet werden. Die Studie hat nämlich gesagt, dass bis zum Jahr 2040, meine ich, war das, in etwa im schlimmsten Fall ein Drittel der öffentlichen Haushalte durch konsumtive Folgekosten belastet sein werden. Und wenn wir davon ausgehen, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert und dann mal gegenüberliegen, wir kommen aus dem Ruhrgebiet, Herne liegt im geografischen Mittelpunkt, wie die öffentlichen Haushalte da gerade aussehen. Mhm. Und wir dann mal weiterspinnen, dass in den nächsten 15 Jahren ein Drittel davon irgendwie IT-Kosten und Lizenzkosten sein werden, dann wird der Rat mich, glaube ich, steigen und fragen, ja, was die denn dann noch zu verteilen haben und letztendlich fürs Gemeinwohl dann auch in irgendeiner Form beitragen können. Ja. Und das ist ein riesiges Problem. Gleichzeitig habe ich immer mehr gesetzliche Herausforderungen, Onlinezugangsgesetz, Registermodernisierung. Also wir müssen weiter digitalisieren auf der einen Seite. Auf der anderen Seite begeben wir uns immer mehr in Abhängigkeit. Mhm. Und dieses Spannungsfeld müssen wir zwingend auflösen durch den Einsatz von Open Source und Open Code. Ja. Da schließe ich gerne direkt an. Als du eben meintest, was ist der Hauptbenefit von Open Source für die Nachhaltigkeit, hatte ich kurz einen Bluescreen und war froh, dass die anderen erstmal angefangen haben, weil ich habe immer so eine ganz lange Liste, so einen riesigen Strauß von
ganz, ganz vielen Bereichen, wo Open Source zur Nachhaltigkeit beiträgt. Und ein paar davon hatten wir jetzt schon. Also es ist natürlich die ökologische Nachhaltigkeit bei Open Source Software. Software, die einmal schon entwickelt wurde und von allen immer wieder theoretisch endlos weiterverwendet werden kann. Da spart man wahnsinnig viel Zeit, Energie, CO2, Ressourcen. Also dass halt nicht jeder immer wieder von null so eine ähnliche Lösung wiederentwickeln muss, sondern da spart man einfach auch viel Lebenszeit. So, ne? Was du auch angesprochen hattest, Blauer Engel, Open-Source-Software wird typischerweise modular entwickelt. Das heißt, man hat nicht so eine riesige Lösung, die so aufgebläht ist, wie du gesagt hast. Ist ja auch kein Zufall, dass zum Beispiel auch das Bits- und Bäume-Bündnis fordert, dass mehr Open-Source eingesetzt wird. Wirtschaftliche, finanzielle Nachhaltigkeit, was ihr auch angesprochen habt. Und ich würde das immer so ein bisschen zusammenfassen, diese ganzen vielen verschiedenen Nachhaltigkeitsaspekte würde ich unter diesem Begriff Enkelfähigkeit zusammenfassen. Und das hat für mich auch wieder viel mit digitaler Souveränität zu tun. Und Enkelfähigkeit, das ist halt auch ökologische Nachhaltigkeit, aber nicht nur. Es ist halt die Frage, wie verwenden wir die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Und das ist halt nicht nur Strom und seltene Erden und Öl und so, sondern das ist eben auch Zeit und die Technologie, die Hardware und die Software, die wir produzieren. Wie können wir das so bauen und nutzen, dass wir nicht die ganze Zeit alles verpulvern, das Geld verpulvern, die Energie verpulvern, die Heizung auf 5 drehen und das Fenster aufmachen, sondern irgendwie sozusagen unsere Kreisläufe und unsere Prozesse so strukturieren, dass da einfach nicht so viel Energie verloren geht und dass am Ende auch noch die nächsten Generationen die gleichen Benefits haben und den gleichen Spielraum in ihrer digitalen Welt, so wie wir. Und das hat dann eben wieder ganz viel mit digitaler Souveränität zu tun, ne? Also viel digitale Souveränität haben wir schon verloren. Wir versuchen uns, die gerade wieder zurückzuerobern, während es gleichzeitig die Abhängigkeiten in vielen Bereichen immer schlimmer werden. Und da ist es halt schon wichtig, ich finde halt ein klassisches Beispiel ist, die Bundesregierung hat jetzt, das kam gerade im Dezember raus durch eine kleine Anfrage, die Bundesregierung hat gerade einen Deal mit der Firma Oracle gemacht, ich glaube über 3,8 Milliarden Euro oder so. Und der läuft noch bis 2030, also das ist so für Softwarelizenzen, ne? Und 2030, das ist, glaube ich, die übernächste Legislaturperiode, also die übernächste Bundesregierung hat immer noch diesen Oracle-Deal dann an der Backe, über 3,8 Milliarden Euro, den jetzt die Bundesregierung oder die Bundesverwaltung ausgemacht hat. Das ist für mich das Gegenteil von Enkelfähigkeit. Die können ja dann nichts mehr selber entscheiden, was sie machen wollen. Sie müssen dann halt diese Schulden erben. So. Genau. Letztendlich brauchen wir auch eine Art, sage ich mal, Kulturwandel, wie wir digitalisieren. Also eine Art. Ich wollte noch eine Sache kurz, genau, ich gebe dir gleich wieder das Wort. Ich wollte noch eine Sache erwähnen fürs Plenum und auch für die Leute daheim. Es können gerne Fragen gestellt werden. Also wir wollen dann auch im Mittelteil einfach noch mal kurz einen flachen Blockkomplex machen. Falls Fragen auftauchen, gerne in Venue stellen und die werden dann auch hochgevotet und dann können wir auch noch ein bisschen eure Fragen auch noch mit in die Diskussion einbringen. Aber genau. Meine Hauptaufgabe ist ja nicht bei der Herne digital tätig zu sein, sondern einen Fachbereich bei der Stadt, also die größte Einheit bei der Stadt zu leiten, Fachbereich Digitalisierung von Infrastruktur über Anwendung bis IT-Management, Beschaffung und Co. Ja. Warum sage ich das? Weil am Ende des Tages ist uns da auch aus der Historie, auch aus meiner eigenen beruflichen Historie Folgendes auch ganz, ganz klar geworden. Wenn wir alles extern vergeben und Dienstleister einkaufen, der Staat wird weiter existieren. Was ist mit den Unternehmen? Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Na, und wenn wir auf Open Source, Open Standards entsprechend gehen, haben wir auch nachhaltig insofern gehandelt, dass wir, wie gerade schon angeklungen ist, der nächsten Generation auch etwas überlassen, was sie weiterverwenden können. Ne, Nachhaltigkeit heißt ja auch Wiederverwendbarkeit letztendlich. Nachhaltig wirtschaften war das eine Thema, aber es geht ja auch auf der anderen Seite um Wiederverwertbarkeit und Mündigkeit. Der Staat muss doch den Anspruch haben, mündig zu sein über das, was er da tut und beeinflussen zu können. Und das sehe ich gerade ehrlicherweise, wenn man mal so Gesamtdeutschland betrachtet, stark gefährdet. Ja, du. Ich glaube, das, was du auch als Bild hattest, sozusagen mit der Enkelfähigkeit, könnte man vielleicht, um auf deine Ausgangsfrage mal zu antworten oder nochmal einen weiteren Punkt zu geben, ist tatsächlich das, was ja auch Pierre nochmal gesagt hatte, dieser Wissensaufbau ist vielleicht genauso neben den ökologischen, neben den wirtschaftlichen Faktoren tatsächlich nochmal ein Punkt, weil das ist ja das, was ich war ja, genauso wie Pierre, war ich die letzten 5 Jahre in einer großen kommunalen Verwaltung unterwegs. Und ich weiß, dass es war immer einfacher zu sagen, keine Ahnung, wir beschaffen irgendwas, Folgekosten interessieren, also quasi sind irgendwo versteckte Kosten, die irgendwo kommen, aber interessiert gerade im Moment keinen.
Und es ist immer das Einfache gewesen zu sagen, okay, keine Ahnung, ich hole irgendwas, ich lade es einmal runter und es ist auf einmal da und es ist irgendwie Software as a Service von irgendjemandem anderen. Aber Hauptsache, es ist nicht bei mir in meinem eigenen Rechenzentrum gewesen, weil das ist ja kompliziert, weil es ist sicher. Und es ist auch irgendwie wichtig gewesen, irgendwie zu sagen, okay, wir haben einen ganz großen, einen ganz großen Service-Stack, der dahinter steckt sozusagen. Und das ist ja das, was ja jetzt gerade sozusagen allen so ein bisschen peu à peu auf die Füße fällt, egal ob von der finanziellen Seite oder von der Wissensseite. Man muss sich ja auch anschauen, ich rate mal, bei euch ist es ähnlich gewesen oder ist immer noch ähnlich, das Durchschnittsalter von den Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung. Wir werden bis 2030, bis dieser Oracle... Sind die alle weg? Sind alle in Rente. Aber es ist, keine Ahnung, also zum Beispiel bei uns, die Düsseldorfer Verwaltung würde um ein Drittel schrumpfen einfach, wenn wir jetzt nicht konstant irgendwie neu einstellen würden. Das sind ja alles Faktoren, die irgendwo mitmachen. Und ich glaube, es ist extrem wichtig zu gucken, dass wir, wenn wir Software nutzen, wenn wir Software auch gemeinschaftlich irgendwo nutzen und irgendwo selber, wie wir alle sagen, souverän sind, dann haben wir eine Wissensbasis, die muss ja nicht mal nur bei IT-Lern liegen, aber eine Wissensbasis innerhalb des öffentlichen Sektors, die extrem stark ist. Es gibt ganz große Bewegungen, die dagegen quasi argumentieren. Das, was du sozusagen sagen kannst. Aber da muss man durchaus irgendwo sich selber hinstellen und dann auch wirklich, es ist absolut nicht attraktiv, egal von welcher Behörde aus zu reden darüber, dass man einen Schwund an Wissen hat durch die Leute, die irgendwie, ich weiß nicht, irgendwelche Access-Datenbanken in den Early 2000ern sozusagen aufgebaut haben, die bis heute immer noch irgendwie leitende Systeme sind in extrem vielen Bereichen. Und da zu gucken, wie kriegen wir es hin, das umzusetzen und dann wiederum auch, das sind ja die gleichen Themen in jeder Stadt oder in voll vielen Häusern auf Bundes- oder auf Landesebene. Und da wiederum zu sagen, okay, wir können es irgendwo, ich weiß nicht, eine Allianz der Willigen oder so einfach mal schon mal anzufangen, aber vielleicht nicht immer derjenige zu sein oder diejenige zu sein, die mit null Widerstand so etwas einführt, aber durchaus irgendwo am Ende irgendwo, glaube ich, recht haben wird. Ja, ich finde es ganz kurz noch, bevor du direkt darauf antwortest, ganz interessant bei deiner Äußerung, diese Sache, dass man sich mit der Software jetzt nicht nur einen direkten Vendor-Lock-in schafft, sondern ja auch abseits sozusagen der reinen IT-Infrastruktur einfach die Prozesse darauf ausgerichtet hat. Und dann wird es eben schwierig, sozusagen, sobald diese Prozesse auch institutionell laufen, dieses eine Stück auszutauschen, weil dieser Vendor-Lock-in eben nicht nur die Software selbst ist und die Daten, die vielleicht dahinter versteckt sind, sondern auch die Prozesse, die innerhalb der Institution ablaufen. Und vielleicht um da sozusagen den letzten Punkt, tut mir leid, Miriam. Alles gut. Ich glaube, was man wissen muss bei diesem Vendor-Lock-in, den man hat, ist, zumindest in der deutschen Bundesverwaltung, es sind nicht nur die großen 4 oder 5 Unternehmen, die wir alle irgendwie immer wieder irgendwie auf einer Buh-Liste haben, aber doch irgendwo nutzen, sondern es sind extrem viele auch einfach in diesem Sektor. Der Markt war ja vor den ganzen Geldern, die es für das OCG gab, ist dieser Markt ja da gewesen. Und da ist ein nicht vorhandener Wettbewerb sozusagen, der momentan auch dafür sorgt, dass ich weiß nicht, Softwarehäuser, also absolut in Deutschland registrierte Unternehmen sozusagen, Mittelstand, sich extrem sperrt und da sozusagen die Zukunft, ihre eigene wirtschaftliche Zukunft irgendwo eine Sorge hat. Und das ist ein Punkt, bei dem wir auch versuchen, irgendwo eine Art Mittelmann zu sein, bei den ersten Produkten, die wir jetzt auch auf den Markt sozusagen bringen, zu sagen, hey, es gibt immer noch eine Möglichkeit, auch wenn du Open Source Software anbietest, irgendwie für deinen Betrieb eine Zukunft zu haben. Aber du musst halt irgendwie aufhören zu sagen, dass, keine Ahnung, meine Software ist so, ich weiß nicht, so kompliziert aufgebaut, da geht keine Schnittstelle dran, irgendwie, das funktioniert nicht. Das ist ja inzwischen, ich weiß nicht, der Raum hier weiß es ja, dass das einfach in einer gewissen Form ja Humbug sein kann. Ja, sowas hören wir auch immer, das sind häufig so Fachverfahrenshersteller. Also die Abhängigkeit schmerzt eigentlich fast genauso schlimm, wenn es ein ganz kleines Unternehmen ist, was sehr spezialisiert ist, was proprietäre Software nutzt, wie wenn es ein ganz großes ist. Ich wollte auf einen Punkt ganz kurz nochmal kommen. Du hast diesen Moment vorhin beschrieben, wo jemand was beschafft in einer Kommune oder in einer Verwaltung oder so, ne? Und das höre ich ganz, ganz häufig, dass irgendwie das Problem immer ist, dass in diesem Moment, wo etwas beschafft wird, wo diese Entscheidung getroffen wird, dass da ganz, ganz viele Faktoren
darauf hinführen, dass man den Weg des geringsten Widerstandes geht. Das ist genau das, was du beschrieben hast. Oh, es gibt schon einen Rahmenvertrag mit Microsoft. Ah, das ist gut, dann kann ich mir dieses ganze lästige, komplizierte Ausschreibungsverfahren sparen. Da müsste ich ja erst, oh, Zeit und der Kollege ist krank, den muss ich vertreten. Oh, das kriege ich alles nicht hin. Aber ich kann mir ja auch hier eben mal schnell die Sachen bei Microsoft klicken. Dann habe ich das vom Schreibtisch, dann kann ich einen Haken dran machen, ist erledigt. Und dieser Weg des geringsten Widerstandes, das ist auch das, was du gesagt hast, es ist nicht nur die Software, es sind auch diese ganzen Prozesse und die Denkprozesse. Ich stelle mir das immer vor wie so ein Fluss, der irgendwie seit 10.000 Jahren in so einem Flussbett fließt und jetzt stehen wir daneben und reden auf diesen Fluss ein und sagen, es wäre halt schon gut, wenn er auch mal woanders lang fließen würde, weil das eigentlich der bessere und sinnvollere und kürzere Weg wäre mit Open-Source-Software. Und der Fluss hört sich das geduldig an und fließt weiter da lang, wo er immer lang geflossen ist. Deswegen ist das halt schon so eine Mammutaufgabe. Und in diesem Augenblick, wo diese Beschaffungsentscheidung getroffen wird, ist ja nicht nur das Problem, die Person hat zu wenig Zeit, sie hat zu wenig Kenntnis, was mit Open Source ist. Der andere Weg ist immer viel einfacher, die proprietäre Software zu beschaffen. Und ein Problem ist eben auch, dass niemals über den einen stichartigen Moment hinaus gedacht wird, wo die Software beschafft wird. Also zum Beispiel, es werden verschiedene Angebote verglichen und dann wird entweder das Billigste genommen oder das vermeintlich Einfachste oder das, was wir schon kennen, das ist dann proprietär. Und dann wird halt dieser Nachhaltigkeitsaspekt, der fällt halt komplett hinten rüber, egal welche Facette von Nachhaltigkeit man nimmt. Weil wenn man über Nachhaltigkeit nachdenkt, muss man über einen Zeitpunkt hin, also man muss einfach weiterdenken als von der Tapete bis zur Wand, ja. Man muss irgendwie sich vorstellen, was ist nächste Woche, was ist nächstes Jahr, was ist mit der übernächsten Generation. Und diese Überlegungen finden in diesen Vergabeverfahren, die finden nicht statt. Und ich war letzten Herbst auf einer Konferenz, auf der Beschaffungskonferenz, und da war eine Abteilungsleiterin aus dem BMWK und die sagte, ja, sie haben da irgendwie untersucht, wie ist es denn mit den Nachhaltigkeitskriterien bei der öffentlichen Beschaffung? Und sie hat gesagt, es ist viel zu wenig, also nur 12% der öffentlich durchgeführten Beschaffungsverfahren berücksichtigen auf irgendeine Art und Weise irgendwelche Nachhaltigkeitskriterien. Das fällt halt immer hinten runter. Aber du kannst mir sehr gerne widersprechen, wenn du möchtest. Nein, absolut. Der Punkt ist eher, wie kommt das denn zustande? So, und da muss man ganz offen sagen, das liegt auch an der Kompetenzgap. So, auf der einen Seite brauche ich die Kompetenzen, Beschaffungswesen entsprechend auch auszurichten in der Behörde. Das ist ja schon mal Punkt 1. Ja, es geht. Das machen wir auch gerade nach und nach, dauert aber. Und auf der anderen Seite habe ich aber folgende Situation. Die Leute sind doch sowieso an vielen Stellen zu mit Arbeit. So. Und jetzt sollen sie sich noch um Software kümmern. So auf gut Deutsch. Na? Die Frage, die wahrscheinlich sich viele Leute stellen, erstmal viele, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, sind vielleicht nicht unbedingt in der Digitalisierungswelt groß geworden. Na? Der zweite Punkt ist, die haben sowieso genug zu tun. Und der dritte Punkt ist dann, ist ja einfacher, ich muss nur Bescheid sagen. So, in der Vergangenheit hat das auch vielleicht mal mehr und mal weniger gut funktioniert. Das muss sich aber ändern, wenn wir digital souverän sein wollen, wenn es nachhaltig sein soll, für die nächsten Generationen auch dokumentiert und veränderbar. Und jetzt passiert gerade, wenn man mal so ein bisschen die Metaebene einnimmt, noch ein viel, viel gravierenderer Punkt. Wir haben alle gesetzliche Verpflichtungen in unterschiedlichen Bereichen. Inspire, AI kommt jetzt noch, Registermodernisierung, OZGE, Bundeskonto, alles Mögliche. So, wir sind alle nicht in der Lage, schnell genug unsere Sachen zu digitalisieren. So. Na, Open Source und Open Standards können auch ein Beitrag dazu sein, den Gedanken des Einer-für-Alle-Prinzips mal vernünftig durchzusetzen. Mhm. Und nicht jeder macht irgendwas. Der zweite Punkt, der damit zusammenhängt, aus Dienstleistersicht ist das ja auch gerade sehr komfortabel. Ne, der Staat sagt, wir müssen immer mehr digitalisieren, es muss immer mehr angepasst werden. Meine Bücher sind eh schon voll. Ne, das ist ja gerade das, was passiert. Und dann kommen noch die x-te Kommune oder x-te Institution obendrauf. Und dann sage ich, oh, super, jetzt habe ich die Bücher für die nächsten 5 Jahre schon voll. Stell dich mal hinten an. Ich weiß, du hast zwar gesetzliche Pflichten, ist mir egal. Ich bin der Einzige, der es kann. Machen wir 2027. Ja, so ist es ja. Ne? Und da fragt man sich dann schon, wie das alles funktionieren soll, wenn nicht mit Open Source und Open Standards. Ich glaube, was ich weiß nicht, wie es bei dir, wenn wir sozusagen irgendwo eine gleiche Vergangenheit haben. Ich glaube, was voll spannend ist, ist zu überlegen, wie kriegt man es denn hin? Du hast auch gerade, Miriam, hat es auch gerade die Tatsache mit Rahmenverträgen und der Ausschreibung gesagt. Es dauert ein bisschen, ich weiß,
Aber wir sind ja gerade dabei, so etwas aufzubauen. Wir sind ja gerade da, also der ganze Trick vom Zendes ist ja, dass wir eine Inhouse-Fähigkeit aktuell zu allen Bundeshäusern haben, über GAF Digital sozusagen auch zu den kommunalen Rechenzentren und jetzt demnächst auch wahrscheinlich Länder mit in unseren Kreis der Anteilseigner sozusagen einfügen werden. Dadurch haben wir den Punkt, haben wir dann gecancelt sozusagen als große Hürde. Der nächste Punkt wird sein, was für eine Open-Source-Lizenz zum Beispiel willst du denn haben? Und das sind ja sozusagen schon irgendwo Fachkenntnisse, die wir irgendwo erwarten, dass die Leute haben in dem Vergabebereich, bei dem, wie du sagen würdest, die Leute nicht mal unbedingt, die sagen, wir brauchen so und so viel Farbe für Radwege und wir brauchen Software. Und das ist ja sozusagen das ist ja die Expertise, die haben, ist eine Vergabe durchzuführen, nicht zu wissen, was für ein Software-Modell sozusagen da dahinter ist. Und ich glaube, dass das sozusagen auch nochmal unsere eigene Hausaufgabe ist, zu gucken, wie kriegen wir es hin, zu erklären, was ist tatsächlich richtige Open-Source-Software? Auch ganz große Debatte. Und das nächste ist, zu sagen, was ist denn das, was wir als präferiertes Modell für, damit zum Beispiel sowas wie EVA, also einer für alle, die Nachnutzbarkeit, auch wirklich funktionieren kann. Und es ist extrem schwer. Ich weiß noch, für mich, ich weiß, dass es extrem schwer war für mich damals irgendwie auszuwählen, was ist denn die richtige Lizenz, also als Kommune, wenn wir was beschafft haben, damit andere es nachnutzen können. Und ich glaube, dass wir diese Sachen halt durchaus irgendwo verändern müssen und den Leuten den Zugang geben müssen und vielleicht da auch noch mehr Hilfestellungen geben. Ne? Aber deswegen finde ich es gerade gut, dass es euch gibt und die Arbeit, die ihr im Zentrum für digitale Souveränität macht, weil du sagst ja auch immer die ganze Zeit, die Kompetenzen müssen kommen. Und dann denke ich immer so, ja gut, aber irgendwie gefühlt sind wir bei 0 und wir müssen zu 100. Aber wir können ja jetzt nicht den Schalter umstellen und die dann noch übrig sind, die nicht in Rente gegangen sind, die sind so wie in der Matrix, die kriegen einen Stecker hinten in den Kopf und dann blinzeln sie einmal und sagen, oh, jetzt kenne ich plötzlich alle Open-Source-Lizenzen. Also so ist es ja nicht. Und irgendwie müssen wir dazwischen auch, ja, KI wird die Lösung sein, genau. Wir brauchen ja irgendwelche Steps dazwischen, um da hinzukommen oder auch genau irgendwelche Zwischenlösungen. Und deswegen finde ich zum Beispiel auch total interessant, immer wenn sich Kommunen zusammenschließen und zum Beispiel gemeinsam was beschaffen und gemeinsam sich über diese Sachen Gedanken machen und auch diese Probleme, die zu lösen sind, so ein bisschen poolen und sich aufteilen. Ein bisschen in die Richtung geht ja auch GAF Digital, was du gerade schon angesprochen hast, ist ja eine Genossenschaft von öffentlich-rechtlichen IT-Dienstleistern. Und ihr seid ja dann auch im Prinzip die Ansprechstelle innerhalb der Verwaltung, wo sich andere Behörden hinwenden können, die gerne was mit Open Source machen wollen, aber noch nicht so richtig wissen. Und ihr sagt ja dann, also stelle ich mir jetzt so vor, ihr sagt ja nicht, das ist die eine richtige Open Source Lizenz, sondern was wollt ihr, was ist euer Anwendungsfall, was ist euch wichtig, aha, in dem Fall würden wir euch vielleicht zu dieser oder jener Lizenz raten. Weil es gibt ja zwischen denen, die so komplett renitent sind und gar keine Checkung haben, gibt es auch noch einen sehr, sehr großen Block in der öffentlichen Verwaltung, ist so unsere Wahrnehmung von Behörden und Verwaltungsangestellten, die Open Source total interessant finden und damit gerne was machen wollen, aber nicht so richtig wissen, womit sie anfangen sollen. Also denen fehlen diese Kompetenzen. Sie wissen nicht so richtig, wo sie die herkriegen sollen. Sie haben nicht die Zeit, um die selber aufzubauen. Und denen muss man ja auch was an die Hand geben. Ne? Denen muss man ja auch helfen. Ich würde mal kurz dein Bild von vorher aufgreifen, würde ich dir gleich das Wort geben. Ich fand dein Bild vorher sehr spannend mit dem Fluss, ne? Also weil was ja nicht realistisch ist, dass wir da so einen Damm hinbauen. Ne? Wahrscheinlich geht es eher darum, dass wir kleine Steinchen reinwerfen und dann irgendwann fällt es um. Mit dem Damm finde ich eigentlich schon auch ganz attraktiv. Ja, das wäre attraktiv, so. Ne? Aber also so gesetzlich halt. Ja, genau, da kommen wir auch nochmal gleich, genau. Also ich denke, wir werden viel über kleine Steinchen reden, die wir reinwerfen und vielleicht auch nochmal über den Damm, der vielleicht da nochmal drin ist. Ich möchte Anna gern kurz das Wort geben. Genau, also ich glaube, sowas wie Open Source muss eigentlich auch... Also sie hat eigentlich so ein... okay. Aber vielleicht... Okay, besser? Ja. Ich glaube, es war nur eine Einstellung. Ich glaube, du musst nicht komplett anhängen. Genau, also ich glaube, sowas muss eigentlich auch in die, die IT-Strategien der Organisation rein. Ja. Also wie du schon vorhin sagtest, da gibt es vielleicht irgendwelche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in der Organisation, die finden Open Source toll, aber irgendwie erreicht man nicht so die Andockstellen bei sich in der eigenen Organisation. Also das Umweltbundesamt Uber ist ja auch irgendwie eine Behörde mit fast 2000 Mitarbeiterinnen. Und also wir machen jetzt zum Beispiel eine komplett neue IT-Strategie, wo eben auch Open Source als sehr wichtiger Aspekt mit drin sein soll. Und ich glaube, das muss auch auf andere Behörden, auf andere Kommunen vielleicht auch überspringen, wenn die sehen, okay, die haben das.
so und so in der IT-Strategie verankert, dann brauchen wir das auch. Ja. Aber das ist tatsächlich auch eine Eigeninitiative, die aus der Behörde kam, oder ist das irgendwie? Also das ist eine Eigeninitiative, sehr stark, ja. Mhm. Und das ist aber eigentlich auch, weil es eben sowas wie Zendes gibt, weil man das kennt und weil einem da ja auch wirklich Tools in der Hand gegeben werden. Ja. Ja, sehr gut. Ja, eine ganz kurze Sache nur, weil ich finde das super interessant, dass du sagst, ihr habt jetzt eine eigene Strategie. Es ist keine spezifische Open-Source-Strategie, oder? Es ist einfach eure IT-Strategie. Also es umfasst ganz viel, sozusagen auch Rechenzentren, Open-Source, aber auch insgesamt Digitalisierung, also so Lernen in der neue Welt ist es ja nicht, aber sozusagen... sozusagen dieses immer wiederkehrende Lernen und also es ist eigentlich so eine ganz sozusagen eher globale IT-Strategie. Ja. Weil ich fand das deswegen jetzt gerade interessant, weil eine Sache, über die ich sehr viel nachdenke, ist, wir steuern jetzt ja schon so ganz langsam auf die nächste Bundestagswahl zu, die dann nächstes Jahr im Herbst kommt und die Parteien machen sich auch schon so ein bisschen Gedanken, was sie in ihre Wahlprogramme schreiben. Und ich denke auch schon so ein bisschen darüber nach, was mein Wunschzettel für die nächste Bundesregierung ist. Und da steht halt unter anderem eine Open-Source-Strategie der Bundesregierung drauf. Mhm. Weil in dieser Wahlperiode haben wir festgestellt, die Bundesregierung und ihre Mitglieder, die erzählen immer Open-Source, ganz wichtig, ganz toll, bei jedem Vortrag, auf jedem Panel. Im Koalitionsvertrag steht auch, Open-Source wollen wir fördern und in der Digitalstrategie und so. Und dann lehnen sie sich zurück und ich habe das Gefühl, die Erwartung ist, und dann wird Open Source vom Himmel regnen, wenn man das gesagt hat. Und da fehlt mir halt irgendwie so eine Strategie. Also wie kommen wir denn dahin zu dem Punkt, den wir gut finden und wo wir ankommen wollen? So, was sind die Punkte dazwischen? Was sind die konkreten Maßnahmen? Und da passiert irgendwie noch nicht so voll. Aber jetzt habe ich dir schon zweimal den Weg abgeschnitten. Also ich glaube, wir sind uns ja alle einig. So, und jetzt... Deswegen, mich braucht man ja dann auch den nicht dann überzeugen. Aber jetzt kommt mal die Realität. So. Ne, ist ja vielleicht auch mal ganz gut, dann vielleicht zu hören, wie es eigentlich läuft. Mhm. Wir haben vor einiger Zeit ein Projekt gemacht, KI in der Straßenzustandserfassung. Damals Nonplusultra, heute besser verbreitet. Sind dann noch einen Schritt weiter gegangen und haben gesagt, wir wollen ja nicht nur KI. Wir wollen auch Nachhaltigkeit insofern mitdenken, dass die Algorithmen Investitionskosten-Forecasting machen, optimale Wiederbeschaffungszeitpunkte und so weiter. So, haben wir gesagt, so, gibt's noch nichts. Scheiße, was machen wir denn? Okay, wir wollen Open Source. Das war gesetzt. Damals gab es noch keine Strategie. Haben uns auf den Weg gemacht. Mithilfe von Landesfördermitteln haben wir dann die erste damals Innovationspartnerschaft in Deutschland ausgerufen. Ich kann euch sagen, Vergaberecht, ne? Macht richtig Spaß. Ja, und da muss man auch ansetzen. Ne? Also die Regularien auf Bundes- und Landesebene, VOB, VOL, sind wirklich gruselig. Und wir mussten uns ernsthaft juristischen Beistand nehmen, um einen Innovationspartnerschaftsvertrag dann auch einzuführen. Weil eine Grundproblematik, die uns dabei aufgefallen ist, ist folgende. Wenn ich Open Source und Open Standards einsetzen will und das in die DNA des Staates bringen will, dann reicht es nicht, wenn wir per Gesetz irgendwas regeln oder vorschreiben. Das wird nicht funktionieren. Weil am Ende des Tages werden sich die Beschäftigten darauf zurückziehen können, müssen, dürfen. Zwei Dinge. Beschaffung schreibt vor. Über VOB, VOL. Ich muss vorher den Endzustand beschreiben, den ich am Ende haben will. Ja, viel Spaß. Ja. Funktioniert nicht. Und der zweite Punkt ist, am besten möchte ich eben bestimmte andere Kriterien aus dem Vergaberecht erfüllt haben. So, das Thema Das Thema Innovationspartnerschaft heißt ja, ich habe einen Wunsch, ein Ziel, ein Thema zu bearbeiten und dann arbeite ich mal agil. In Zyklen, weiß noch gar nicht, was vielleicht... Wir haben nur so einen Mechanismus, wenn es zu lang dauert. Ach so, ja, habe ich mir gedacht. Worauf ich hinaus will ist, diese Innovationspartnerschaft war ein Riesenakt. Wir müssen an die Beschaffungsregeln ran. Und wenn wir und daraus haben wir gelernt, wir müssen DNA verändern und Open Source wirklich verpflichtend schreiben. Aber da sind wir beim nächsten Problem. Wir müssen noch ganz viel Kompetenzen in der Gesellschaft aufbauen. Was ich für Diskussionen über 2 Jahre mit den Ausschüssen, dem Rat, wie auch immer, die verstehen das bis heute nicht ganz. Ja. Ne? Jetzt haben wir es zwar in der Digitalstrategie stehen,
Und dann kommt aber wieder der nächste Punkt und dann muss ich erstmal alle Dienstanweisungen, alle Prozesse dahingehend anpassen. Mhm. Ja. Viel Erfolg. Dauert. Ja, das kann ich mir vorstellen. Gibt es Fragen? Genau, also das ist hier ein interessanter Aspekt. Also was sind sozusagen auch gesetzliche Rahmenbedingungen, die vielleicht dazu führen können, dass mehr nachhaltige Open-Source-Software reinkommt? Also man hat dieses Open-by-Default-Modell, hört man öfters. Das wäre so für mich die Frage, was sind da sozusagen vielleicht Aspekte, die am Horizont da sind, die vielversprechend wären, dass wir auch in diese Richtung kommen, also dass wir auch diesen Bewusstseinswandel dann auch vielleicht gesetzgeberisch vorbereiten können. Darfst du gerne auch noch was sagen. Genau, also wir bei der Open Source Business Alliance, beschäftigen uns viel mit diesem Thema Vorrang vor Open Source. Mhm. Und um in deinem Bild von vorhin zu bleiben, das sind so die Steine, die wir in den Fluss werfen oder der Damm, den wir da so bibermäßig bauen, sozusagen gesetzlich alle Verwaltungen zu nudgen, damit der Fluss woanders lang fließt und dass dann Open Source beschafft wird. Und dieser Vorrang vor Open Source, wir hatten dazu letztes Jahr ein Gutachten veröffentlicht. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob wir da letztes Jahr auf der Foskes auch schon drüber gesprochen haben. Gesundheit. Wir hatten ein juristisches Gutachten in Auftrag gegeben, das mal untersucht hat, ob eigentlich auf Bundesebene man gesetzlich festschreiben kann, dass bei der Beschaffung Open Source Vorfahrt bekommt. Weil ganz häufig kommt immer dieses erste Argument so, ja, aber bei einer Ausschreibung müssen ja alle Anbieter gleich behandelt werden. Paragraph 97 Absatz 2 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Da kann man ja nicht sagen, dass Open Source vorrangig eingesetzt wird. Doch, genau, hat der Gutachter auch gesagt. Im Sinne der strategischen Beschaffung, Verwaltung kann ja sagen, dass sie bestimmte Ziele erreichen wollen. Das ist wiederum Absatz 3 des gleichen Paragraphen. Strategische Beschaffung, also es gibt die Möglichkeit, das in einem Gesetz zu verankern, dass die öffentliche Verwaltung sagt, wenn wir Software kaufen oder entwickeln oder anpassen lassen, dann gucken wir, was wird angeboten. Und wenn da Open Source dabei ist, dann bekommt das erstmal sozusagen Vorfahrt. Ne? Und solche ähnlichen Regelungen gibt es auch schon in den Ländern, also in Thüringen und Schleswig-Holstein zum Beispiel gibt es so einen Vorrang vor Open Source bei der Beschaffung schon. Und auf Bundesebene ist er jetzt zumindest in dem Gesetzentwurf fürs Online-Zugangsgesetz und für das E-Government-Gesetz drin. Aber im Moment läuft auch eine Reform des Vergaberechts auf Bundesebene. Da gab es letztes Jahr einen ganz großen Prozess, großes Konsultationsverfahren, ganz viele Stakeholder konnten Stellungnahmen einreichen und in so Konsultationsgesprächen sagen, was ihnen wichtig ist bei der Reform des Bundesvergaberechts. Wir haben da auch eine Stellungnahme eingereicht und wir waren auch nicht die Einzigen, die gesagt haben, Open Source muss bei der Reform des Vergaberechts stattfinden, weil eins der großen Ziele dieser Vergabereform ist, dass sie das Bundesvergaberecht nachhaltiger und digitaler aufstellen wollen. Und wer da nicht an Open Source denkt, hat den Schuss nicht gehört. Wir waren auch nicht die Einzigen, die von Open Source geredet haben. Da waren Leute aus der Wissenschaft, von der Gesellschaft für Informatik, von Wikimedia, also wirklich viele verschiedene Stakeholder. Und dieser Gesetzentwurf für die Vergabereform wird jetzt sehr, sehr bald erwartet. Also ihr könnt euch schon mal so einen Alert bei euren Suchmaschinen des Vertrauens setzen. Ende März hieß es, soll der Gesetzentwurf kommen für die Vergabereform. Ich habe im Moment nicht so gute Sachen gehört, ob da Open Source reinkommt oder nicht. Aber das kann man ja mal im Blick behalten. Und ich fände, das wäre schon ein guter Punkt, weil wenn das im Vergaberecht steht, du hast natürlich recht, das löst nicht alle Probleme. Ne? Man muss immer multikausal denken und sowas aus verschiedenen, man muss versuchen, das Schloss aus verschiedenen Richtungen zu stürmen, nicht nur von der Front. Und das ist bei dem Thema auch so, aber ich glaube, das wäre schon ein wichtiger Baustein, bei der Vergabereform einen Vorrang vor Open Source einzubauen, weil das mindestens denen hilft, die gerne Open Source beschaffen wollen würden, so wie du gesagt hast, und dann immer in ihrem eigenen Haus ausgebremst werden. Also mindestens denen wäre das, glaube ich, eine große Hilfe. Ist auch immer so ein bisschen dieser Dualismus zwischen gesellschaftlichem Wandel und gesetzgeberischer Tätigkeit. Das ist ja so auch der Klassiker irgendwie der Fahrradstädte, ne, die ja auch nicht irgendwie einfach nur Fahrradstädte geworden sind, sondern wo häufig auch einfach Weichenstellungen gestellt wurden. Ne? Nur ein Plädoyer, vollkommen unterstützend. Am Ende des Tages ist mir das Vergaberecht insofern egal, weil Gemeindehaushaltsverordnung und auch grundgesetzlich ist verankert, dass wir alle dazu verpflichtet sind, im Staat nachhaltig mit Steuermitteln umzugehen. So, Punkt. Das ist meine Öffnungsklausel gewesen. Zweiter Punkt ist, wenn ich beschaffe, kann ich ja in der Regel über die Kriterien selbst festlegen. Und das Einzige, wofür ich sorgen muss, ist, selbst wenn Wirtschaftlichkeit am höchsten ist, mal wieder, ne, die Finanzer wollen ja immer mindestens 50%. Ja, dann habe ich gesagt, gut, machen wir gerne. Ist ja eine Frage der Perspektive. Dann machen wir mal eine Folgekostenabschätzung. Ja. Ist ja immer eine Frage, wie wir die BWL dann letztendlich aufziehen. Wir müssen nur alle den Mut haben und die Leute befähigen, dass eben auch jeder Bescheid weiß, wie kann ich es machen am Ende des Tages.
Also für mich ist es vielleicht einfach nochmal ganz spannend, was gibt es eigentlich für Hebel außerhalb sagen der Gesetzgebung, weil wir haben ja festgestellt, okay, das steht ja, also das steht im Koalitionsvertrag, hier Open Source soll eingesetzt werden, aber irgendwie am Ende wird das nicht umgesetzt. Also klar gibt es das Vergaberecht etc., aber also vielleicht sollte man sich generell vielleicht auch mal über andere Hebel Gedanken machen. Also zum Beispiel, wir versuchen das ja durch den Blauen Engel auch ein Stück weit zu setzen, dieses Thema, indem wir sagen, okay, Open Source Software sozusagen hat Schnittmengen mit unserem Verständnis von Nachhaltigkeit, das wir im Blauen Engel verankert haben. Also wollen wir das jetzt eben auch sozusagen als Default bei der Beschaffung setzen, sozusagen solche Umweltlabel. Und da würde mich vielleicht auch nochmal eure Einschätzung interessieren. Also mir ist eine Sache noch dazu eingefallen, weil du gerade sagtest, was sind noch andere Instrumente oder andere Hebel, an denen man ziehen kann. Ich habe ja gesagt, man muss versuchen, das Schloss nicht nur aus einer Richtung zu stürmen, sondern von verschiedenen Seiten gleichzeitig. Und deswegen ist der Blaue Engel ein guter Punkt an der Stelle. Und eine Sache, die ich auch noch total wichtig finde, über die ich auch viel nachdenke, und da treffen sich auch schon wieder so ökologische Nachhaltigkeit und Open Source generell, das ist dieses ganze Thema Metriken und Evaluation. Also einfach zu messen, wo stehen wir gerade, wie entwickelt sich irgendwas, weil solange man diese Infos oder diese Daten nicht hat, unterhält man sich auch so im politischen Raum immer auf so einer nebligen Ebene und alle stellen sich irgendwas vor, aber man hat gar keine gemeinsame Faktenlage. Und das gilt ja sowohl, wenn es darum geht, zum Beispiel, wie viel Energie oder Ressourcen verbraucht eine Software oder eine Hardware. Also das ist ja einfach dann eine ganz wissenschaftliche Frage, das kann man untersuchen. Wir haben auch ein Forschungsprojekt bei uns im Verband, das auch vom BMWK gefördert wird, das heißt EcoDigit. Das ist ein Konsortium, da ist die Gesellschaft für Informatik dabei und einige Unternehmen. Und die versuchen gemeinsam sozusagen allgemeine Standards zu entwickeln, wie man digitale Infrastrukturen zum Beispiel bei Cloud den Energieverbrauch messen kann. So, Energieverbrauch messen ist eine Sache, aber auch tatsächlich, was für Software haben wir im Einsatz? Also ich finde das immer total mindboggling, dass sowohl die Bundesverwaltung als auch viele Landesverwaltungen und Kommunen selber nicht so richtig wissen, was sie da eigentlich für Software im Schrank haben. Und wenn man sie dann fragt, was ja immer mal über kleine Anfragen oder so passiert, ja, wie viel Open-Source-Software verwendet ihr denn? Dann sagen die immer so, oh, da haben wir mal so die Augen zusammengekniffen und es sind ungefähr ein Fünftel oder so. Aber was ich halt gerne hätte, wären Tabellen und Zahlen und wie viel habt ihr da und welche Lizenzen. Und dann ergibt es auch plötzlich mehr Sinn, wenn zum Beispiel im Koalitionsvertrag sowas drinsteht, also wir wollen mehr Open-Source-Software in der öffentlichen Verwaltung einsetzen. Dann denke ich mal so, ja, was ist denn mehr? Wenn ihr noch nicht mal wisst, was die Baseline ist, wo wir jetzt gerade stehen, und dann könnt ihr ja auch gar nicht sagen, wo ihr hin wollt, und ihr könnt das nicht messen. Und dann ist so eine Aussage wie, wir wollen mehr Open-Source-Software, eigentlich wertlos am Ende des Tages. Und deswegen finde ich dieses ganze Thema Evaluation, Messen, Metriken, Messstandards, finde ich super wichtig, weil das ist, glaube ich, auch noch ein guter Punkt, um überhaupt sich zu bewegen, um erstmal überhaupt über die gleichen Sachen zu reden. Genau, ich glaube, Pierre wollte dazu direkt was sagen. Ich wollte darauf hinweisen, dass wir dem Ende schon zugehen, deswegen sollten wir das auch im Blick behalten. Ich wollte ganz kurz nochmal fragen, ob irgendwelche dringenden, hochgeboteten Fragen sind, die wir nicht unterschlagen sollten. Das Mikro ist an, einfach weitersprechen. Sonst würde ich Pierre nochmal kurz die Erwiderung nochmal. Dann sollte es das jetzt tun? Wir müssen das noch hochziehen. Ich glaube, es ist eigentlich an. Hallo, hallo. Einfach mal weiter. Ja. Okay, also wir haben einige Fragen drin und ich würde die eigentlich gerne aufteilen, weil also wir haben einen so eher im Bereich des Politischen und einen eher im Bereich des Technischen. Und dann gerade passend auch zu dem, wie jetzt gerade diskutiert wurde, wäre eine Frage, die relativ hoch gewotet war, aber eine zentrale Steuerung wäre auch beim Einsatz von FOSS im Hinblick auf Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung notwendig. Sonst das beauftragt ein jede schlecht. Wie bitte? Also ich ganz schlecht. Ja, okay. Eine zentrale Steuerung wäre auch beim Einsatz von FOSS im Hinblick auf Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung notwendig. Sonst beauftragt jede Behörde wieder eigene Lösungen und die Softwareentwicklung fragmentiert. Auch nicht gut für FOSS. Gibt es Erfahrungen mit dem EFA-Prinzip hinsichtlich einheitlicher Lösungen in Deutschland? War das verständlich? Also wie kriegt man sozusagen so eine
gemeinsame Strategie der verschiedenen Behörden hin, dass eben jetzt nicht die Stadt Herne was anderes macht als, jetzt verlässt mich meine Geografie, die Nachbarstadt XY, beziehungsweise vielleicht auch nochmal das Land NRW, also dass man da irgendwie so eine gewisse Harmonisierung hinbekommt. Ich denke, das ist so der Kern der Frage, der da auch drin steckt. Ne? Föderalismus abschaffen. Okay. Nein, aber das ist ja am Ende das Problem. Ich komme mal nach Fragen vorne, dann hört man mich vielleicht besser. Ja. Nee. Genau. Ja, also ich meine, sowas wie euer Zentrum genau, ist jetzt... Genau, wir sind ja sozusagen die Antwort in dem Kontext sozusagen. Genau. Wir bauen uns auf, ich hatte es vorhin gesagt, wir verdoppeln uns aktuell gefühlt in der Personenzahlen jeden Monat, weil wir seit Anfang des Jahres angefangen haben einzustellen. Aber das ist der Gag am Rande. Aber wir sind ja durchaus genau dafür ja auch geschaffen worden. Das ist ja die Idee vom Zendis, dass wir die zentrale Anlaufstelle auf jeden Fall für Bundeseinrichtungen sind und auch sehr stark momentan jeden Tag extrem viele Kommunen, extrem viele Landeseinrichtungen, untere Behörden sich melden und sagen, die sind bereit, da irgendwie unterwegs zu sein. Und ich glaube auch, ein wichtiger Punkt dabei ist, gar nicht mal so sehr immer nur auf Open Source zu pedalieren, sondern zu sagen, was der Einsatz von Open-Source-Software tatsächlich ermöglicht. Und das ist ja sozusagen, wir sind ja nicht das Zentrum für Open-Source-Software in Deutschland, sondern wir sind das Zentrum für digitale Souveränität. Mhm. Und wir setzen wiederum Open-Source-Software, demnächst Hardware, andere Themen ein. Aber das ist ja der Punkt sozusagen, warum man am Ende Open-Source-Software nutzen sollte. Und ich glaube, auch was du meintest gerade im politischen Diskurs, ist es extrem wichtig zu erklären, warum es jetzt auch aktuell, wenn man globalpolitisch sich einfach die Situation anschaut, relevant ist, tatsächlich Herr der Daten zu sein. Auch zum Beispiel, so irgendwie überspitzt, mega cool, dass voll viele Leute auf GitHub Open-Source-Software veröffentlichen. Aber es kann sein, dass irgendwann ein Präsidentenwechsel wieder in den USA ansteht und dann selbst all die tolle Software, die in Deutschland entwickelt wurde, aber bei GitHub liegt, auf einmal nicht mehr zugänglich ist. Und das sind ja die Punkte, über die man im Prinzip nachdenken muss, was es bedeutet, wenn man Open-Source-Software nutzen möchte. Genau, also da möchte ich kurz was dazu sagen. Also wir benutzen zum Beispiel auch Open Code. Und das ist eigentlich extrem spannend, auch in der eigenen Behörde, also bei 2000 MitarbeiterInnen zu sehen, okay, was gibt es eigentlich in unserer Behörde für Projekte und ist da vielleicht womöglich was für meine eigene Abteilung was wiederverwendbar? Und also das ist so einfach mal so ein ganz plastisches, ganz greifbares Beispiel, was das für Vorteile bringt. Ja. Weitere Fragen? Genau. Ich würde dann gerne noch zwei Fragen zusammennehmen. Da wäre einmal die Frage, wer das Standardprodukt wählt, muss sich nicht rechtfertigen. Ja, sie hat ja genommen, was alle nehmen. Wie kann man diesen Kreislauf durchbrechen? War das und welches Standardprodukt? Wer irgendein Standardprodukt wählt, der muss sich nicht rechtfertigen. Okay. Und wie kann man diesen Kreislauf durchbrechen und dann eben auch durchaus passend dazu, welche erste Schritte müsste eine Kommune gehen, um Wege aus der Abhängigkeit zu gehen? Also quasi eine Checkliste, wie man in die Eigenentwicklung kommen könnte und aus dieser Softwareabhängigkeit kommen könnte. Ja, wahrscheinlich erstmal auch reflektieren, wo ist man abhängig. Ne? Das wäre wahrscheinlich schon mal der erste Schritt. Ne? Und dann vielleicht, magst du dazu was? Ja, ich denke es mir auch. Ich dränge mich einmal ganz kurz vor. Ich würde Ihnen bitte kurz das Wort bitte erteilen, weil das einfach auch nochmal so dezidiert aufs Kommunale war. Da würde ich gerne, Pierre. Also erstmal aus meiner Sicht ist einfach mal machen schon mal ein guter Punkt. So, und aus der Erfahrung heraus, wir haben alle eine Verantwortung. Und das Thema Standard, ne, spätestens der Nachfolger oder die Nachfolgerin wird sich dann damit im Zweifel ärgern und die politischen Anfragen eh auf dem Tisch haben. Ne, also das ist ja so ein bisschen, wie fürsorglich bin ich auch gegenüber meinem Arbeitgeber. Und am Ende des Tages haben wir zum Beispiel zweierlei Dinge getan. Wir haben aus dem Change-Bereich, ne, Top-Down gleichzeitig gemacht. Und ich glaube, das ist ein wichtiger. Ich weiß, ob die Batterie leer ist oder so. ist nicht schlimm. Auf der einen Seite braucht es definitiv, ich nenne es jetzt mal kleine Leuchtturmprojekte, mit denen man sich bitte auch nicht verhebt, ne, die letztendlich aufzeigen, welche Möglichkeiten eben zum Beispiel mit Open Source und Open Standards möglich sind. Die brauche ich definitiv, weil ich immer irgendwo Entscheider habe, die im Zweifel, sorry, noch nicht mal das Wort kennen. Und damit auch in den nächsten Monaten und Jahren vielleicht nicht unbedingt was anfangen können. Die aber letztendlich vielleicht über meine Budgets, meine Ziele
und im Zweifel vielleicht auch meine Ausrichtung entscheiden. Auf der anderen Seite muss ich in den Dialog gehen und muss vielleicht auch dann als Mitarbeiter dafür sorgen, dass Veranstaltungen stattfinden, ne, um darüber aufzuklären. Und egal, ob es jetzt das Zendes ist oder viele andere Organisationen, die in diesem Bereich bereits tätig sind, einfach vielleicht mal ansprechen und sagen, könnt ihr nicht mal auch bei uns vorbeikommen und was machen? Mhm. Ja. Und zu guter Letzt Referenzen. Na, oftmals, wenn diese Wege nicht klappen, dann suche ich mir vielleicht Best Practices, die woanders stattgefunden haben. Ja. Also Bottom-up, Top-down heißt sozusagen, man animiert die Leute, sich dazu zu äußern und gibt ihnen den Rückhalt von oben. Ja. In dem Fall, oder? Letztendlich haben wir parallel den Strategieprozess gestartet. Ich kann sagen, da war kein Zuckerschlecken. Mhm. Ne, mit der Gesellschaft, mit der Wirtschaft und auch der Politik. Und am Ende des Tages hat das auch fast 3 Jahre gedauert. Ja, okay. Aber jetzt haben wir es in der Strategie stehen. Ja. So, und jetzt ist das nicht nur für die Stadtverwaltung. Ne, wir sind noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben das auf den Konzern gehoben. Und das war der Grund, warum wir Herne Digital gegründet haben auch. Ja. Und auf der anderen Seite bin ich ja hauptamtlich eigentlich Fachbereichsleiter für die städtische IT. Ja. So, aber für den Konzern will ich das ja auch haben. Stadtwerk, Mobilitätsdienstleister, wie auch immer. Ja. Da braucht es zentral, also Digitalisierung und auch Open Source braucht auch definitiv zentralen Kompetenzaufbau. Ja, auch so einen strategischen Willen. Miriam, ich würde dir noch kurz das Wort erteilen und dann nochmal dir, Alexander. Und dann denke ich, würden wir auch zum Schluss kommen, außer da ist jetzt irgendwie eine Frage, wo du sagst, die muss unbedingt noch hier rein. Ich würde gerne eine Sache loswerden. Ich fand total wichtig, was du gesagt hast, dass zum Beispiel auch Leuchttürme erstmal wichtig sind. Also, dass man irgendwie auch versucht, den langen Weg in kleine Teilabschnitte zu unterteilen. Weil ich das Gefühl habe, dass häufig so der innere Druck oder die innere Erwartungshaltung an sich selbst, auch als Verwaltung oder so oder als einzelne Person dann ist, was ich vorhin schon sagte, den Schalter von 0 auf 100 umzustellen. Und man sagt, oh, jetzt sind wir gerade maximal abhängig und eigentlich will ich diesen Optimalzustand erreichen. Du hast jetzt auch gesagt, alles irgendwie selber entwickeln oder so. Und wenn man sich überlegt, wie lang dieser Weg ist, dann will man sich eigentlich sofort wieder hinlegen und sagt, ah, das weiß ich gar nicht, wie ich das schaffen soll, das geht gar nicht. Und realistischerweise muss man eben Zwischensteps machen. Man muss sich überlegen, was sind so erstmal so kleine Erfolge, die man schaffen kann oder wie kann man die digitale Abhängigkeit auch erstmal so in kleinen Schritten abbauen. Leuchtturmprojekte ist eine Sache. Und dann war ja in der Frage auch dieser Begriff Standardsoftware drin. Standardsoftware heißt nicht automatisch, dass es proprietär ist. Also Standardsoftware kann auch Open-Source-Software sein. Und zum Beispiel, ich vertrete ja nun den Wirtschaftsverband der deutschen Open-Source-Industrie. Und für jemanden, der sagt, ich möchte gerne Open-Source einsetzen, aber ich habe heute noch nicht die 25 Mitarbeitenden, die selber in der Lage sind, diese Lösung mal als Open-Source neu zu entwickeln, ist halt vielleicht ein Zwischenschritt zu sagen, gibt es eins von ganz vielen Open-Source-Unternehmen, ob nun im GIS-Bereich oder ganz woanders, die uns was aufsetzen können, die uns eine Nextcloud aufsetzen und dann vielleicht in 3 Jahren ist das Ziel, wir betreiben die selber oder so. Ne? Ja. Aber dass man so Zwischenschritte macht, weil häufig da eben auch Missverständnisse drin sind, dass die Leute immer denken, Open Source, das heißt immer eigenentwickelt, immer Community, aber es gibt ja auch einen kommerziellen Teil von Open Source, auf den man sich stützen und den man nutzen kann, um diesen Weg zu immer mehr Unabhängigkeit zu erreichen und dann ist es auch, glaube ich, schaffbar. Ja, sehr schön. Das erinnert so ein bisschen an irgendwie so einen Personal Trainer, der auch sagt irgendwie so hier Neujahrsvorsatz, Sport irgendwie, ne? Das bleibt immer realistisch und machen Schritt für Schritt und bringen da doch auch eine nachhaltige Verhaltensänderung rein, ne? Und verlieren nicht den Kopf dabei und überstürzen es jetzt und richten damit im Endeffekt dann mehr Schaden an. Du hattest dich noch gemeldet, Alexander, und ich glaube, dann würde ich auch langsam dann diese Runde leider schließen müssen, auch wenn es wirklich... Ich glaube, das, was du ja auch gerade erklärt hattest, ist ja irgendwie das, was andere irgendwie den 80-20 oder so Ansatz erklären. Und ich glaube, dass da sozusagen Change in den Bereich hin, dass man Open-Source-Software nutzt, groß kommerziell, egal in welcher Form. Man kann ja Open-Source-Software bedeutet, wie du ja meintest, es ist ja... Hier, keiner im Raum ist ja irgendwie so ein Hobby-Tüftler einfach nur, sondern dahinter stecken ja durchaus ja einfach irgendwie ernstzunehmende Projekte. Und ich glaube, dass der Change sozusagen in dem Bereich gar nicht mal so sehr nur der technische ist, sondern auch tatsächlich das Verständnis dazu hingehen muss, dass eine Standardsoftware nicht unbedingt, ich weiß nicht, 10.000 Untermenüs und Funktionen haben muss, sondern wenn jemand halt irgendwie, keine Ahnung, jemand schreibt Bescheide, dann braucht er irgendwie ein Fenster, in dem er halt einen Bescheid erstellen kann, ohne dahinter noch, ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Formeln schreiben zu müssen. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, da sozusagen zu verstehen, was ist denn jetzt tatsächlich das? Das hatte, glaube ich, Pierre irgendwann am Anfang gesagt, dass man verstehen muss, was sind tatsächlich am Ende die Funktionalitäten, die man haben will und die Prozesse, die man tatsächlich damit bewerkeln möchte. Weil man braucht keinen großen, ich weiß nicht, einen riesen Truck, um am Ende irgendwie eine kleine Lieferung
von A nach B zu bringen, sondern ja. Es ist etwas, was durchaus auch auf anderen Wegen machbar ist und auch funktioniert, und das sehen wir überall. Genau, und sobald auch gewisse Standards erfüllt werden, lässt sich das ja auch wieder modular, flexibel dann auch wiederum anpassen. Ja. Ich habe deinen Wink so verstanden, dass da doch noch irgendeine Frage hinter uns lungert, die unbedingt noch beantwortet werden will. Ja, im Prinzip, also es war ja so ein bisschen die Rede von Top-Down und Bottom-Up. Also da sind zwei Fragen dazu und ich glaube, die eignen sich durchaus auch als Abschlussstatement, mhm. Was man relativ kurz halten kann. Da war eine Frage, braucht es ein Gesetz, das bei Ausschreibungen Open Source bevorzugt? Und die andere Frage war, die dann auch schon ein bisschen ins Technische geht, wäre es im Sinne der Nachhaltigkeit sinnvoll, eine übergeordnete Behörde oder Institution einzurichten, die für alle Behörden die Support-Maintainer-Rolle übernimmt bei FOSS-Projekten, die diese nicht stemmbar ist. So sind nicht mehrfach Supportverträge der einzelnen Ämter für die gleiche Sache notwendig. Also die Frage, braucht es eine übergeordnete Behörde oder Institution, die das übernehmen könnte? Vielleicht also auch in Kombination kann man das Gesetz nicht regeln. Ja, also einmal ja war das Thema Beschaffung und die gesetzlichen Regelungen. Auch da, ich wiederhole es nochmal, aus meiner Sicht hilft die beste gesetzliche Regelung nicht, wenn wir den Kulturwandel nicht hinkriegen und das in die Köpfe der Leute kriegen. Und das hat ganz viel mit Kompetenzen zu tun. Wir müssen die Leute befähigen, wir müssen alle mitnehmen und das kostet Zeit. Mhm. Und auch die Politiker und wie auch immer. Und am Ende des Tages können wir das nur schaffen, wenn jeder Einzelne, in jedem einzelnen Fachbereich am Ende des Tages weiß, warum. Also wir müssen das Warum beantworten, das dauert für eine große Organisation. Weil es helfen keine Dachorganisationen, keine Gesetze, gar nichts, wenn der Mitarbeiter, der das machen muss, am Ende des Tages das Warum nicht hat. Braucht es eine zentrale Organisation? Aus unserer Erfahrung heraus, wir haben zumindest bei der Stadt zentralisiert, glaube ich schon, dass das wichtig ist, zentrale Kompetenzen auszuweisen. Aus meiner Sicht ist aber ein sowohl als auch dahin zu setzen, weil ich zwar eine zentrale Steuerung durchaus befürworte zum aktuellen Zeitpunkt, aber am Ende des Tages kann ich die Geschwindigkeit nur gewinnen, wenn alle mitlaufen. Mhm. Das ist der Schlüssel aus meiner Sicht. Aber letztendlich kann es auch nur eine Koordination dann sein, sozusagen dieser Zentrum. Ja, auch auf Landes- oder Bundesebene. Ja. Da gibt es ja auch nach und nach eben Organisationen. Mhm. Die sind auch richtig und wichtig. Es fehlt aber an vielen Stellen an Standards. Mhm. Das ist das Problem. Verbindliche, rechtliche Standards. Die zentralen Organisationen müssen unterstützen, müssen Kompetenzen und Wissen auch verbreiten und als Dienstleister vielleicht zur Verfügung stehen. Aber am Ende des Tages muss jedes Land, jede Kommune den Weg alleine gehen. Ja. Und deswegen müssen wir sie mitnehmen. Ja. Das finde ich ist ein sehr schönes Schlusswort. Dann danke ich euch allen ganz, ganz herzlich für diese wirklich anregende und sehr erhellende Diskussion. Danke der AG, für die ich nochmal explizit Werbung machen will, die sich auch immerhin weiterhin monatlich trifft. Das ist ganz einfach über den Suchdienstleister Ihres Vertrauens herauszufinden. Geben Sie das einfach mal an, AG öffentliche Ausschreibung Foskis und genau, freuen sich immer, wenn Sie neue Gesichter sehen. Ja, ich danke ganz herzlich für die Organisation, zu der ich persönlich wirklich gar nichts beigetragen habe. nee, aber ich finde es klasse, also ich finde, das ist ein tolles Format. Ich finde wirklich eure Beiträge, ich meine, allen wirklich sehr wertvoll und sehr erhellend und ja, hat mich gefreut, dass ich heute moderieren durfte. Hat mich gefreut, dass so viele noch zu so später Stunde den Weg zu uns gefunden haben. Und ja, wünsche uns allen einen schönen Abend und man sieht den einen oder anderen vielleicht auf der Abendveranstaltung. Danke für die Moderation. Danke. Danke.